Vielen Dank, Andrea. Ja, und ich spreche kein Japanisch, ich schreibe auch kein Japanisch. Das war einfach nur ein großer Zufall, dass tatsächlich eins von meinen Büchern ins Japanische übersetzt worden ist. Und ja, steht jetzt im Bücherregal und ich habe keine Ahnung, ob das auch alles tatsächlich so richtig ist. Aber also herzlich willkommen hier nochmal. Ich möchte mit Ihnen und euch heute ein bisschen über die Wiedervereinigung mit neuen Filmen sprechen. Die Wiedervereinigung oder richtig eigentlich ja der Beitritt der 5 neuen Länder ist 30 Jahre her und Sie und ihr merkt bereits, dass mein Blick ein kritischer wird. Ich möchte den Filmkanon in Frage stellen, mit dem wir, also der Filmkanon, mit dem wir ja schon seit vielen Jahren unterrichten. Der Streifzug durch das deutsche Kino seit 2018 muss natürlich kurz sein. Wir haben nur ungefähr 20 Minuten und ein ganz, ganz großes Kaviar zu Beginn. Die großen, großen Themen, die wir in anderen Präsentationen heute schon gehört haben, die habe ich hier völlig ausgeklammert. Also Themen wie gendergerechte Sprache, die Marginalisierung von schwarzen und farbigen Menschen in unserer Gesellschaft, sexuelle Gewalt, alles das kommt bei mir nicht vor. Da ist einfach keine Zeit dafür, so schlimm das auch hier klingen mag. Mit diesen Vorbemerkungen im Kopf möchte ich euch also jetzt dann einladen, sich mit mir ein paar Überlegungen, Gedanken über so einen revidierten Filmkanon zu machen. Zuerst möchte ich nach einigen Vorüberlegungen zum jetzigen Kanon und zur Filmpädagogik an sich die Idee oder meine Idee eines neu gedachten Kanons vorstellen. Und zwar nicht präskriptiv, sondern deskriptiv. Und ich möchte auch hier nur Impulse setzen und keinen starren Bildungsansatz vorlegen. Ich möchte einfach alle einladen, sich einfach meine Vorschläge durchzudenken und zu überlegen, wie kann ich diese Vorschläge auch zu einem Grad umsetzen, der in eurem und in ihrem Umfeld sinnvoll und machbar ist. Also High School, College, ganz egal, wo ihr und wo sie unterrichten. Ich werde mit Hilfe meines methodischen Konzepts von Raum, Zeit und Heimat 3 Filme vorstellen. Das hat Andrea ja schon erwähnt. Die meiner Meinung nach geeignet sind, das Thema 30 Jahre Wiedervereinigung in unseren Klassenzimmern aufzugreifen. Und da ist zum einen der Film von Markus Goller, 25 km/h, und dann Andreas Dresens Gundermann und schließlich Thomas Heises Heimat ist ein Raum aus Zeit. Und das sind 3 Filme, die vom Genre und vom Anspruch her ganz unterschiedlich schwierig sind und deshalb nicht unbedingt für alle Alters- und Niveaustufen geeignet sind. Das wird dann auch sicher ganz, ganz klar werden. Und im Anschluss an mein Fazit bleibt dann hoffentlich noch Zeit für Rückfragen, für Vorschläge von Ihnen und von euch. So, zunächst einmal einige Vorüberlegungen. Warum brauchen wir eigentlich einen neuen Filmkanon? Es ist vielleicht hilfreich, wenn wir uns vor Augen führen, dass der Großteil unserer Schülerinnen und Studentinnen vor 30 Jahren, also als die Mauer fiel, dass sie einfach noch nicht geboren war. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch geht. Wenn ich so die Zeit der Mauer unterrichte, dann, ja, dann werden die Augen immer groß und meine Studentinnen fragen sich dann immer, oh, was ist jetzt hier los? Also für diese Personen, da war Deutschland immer wieder vereinigt. Die DDR, die ist Geschichte, so wie der Zweite Weltkrieg. Und das ist ja auch global so. Das heißt, das bedeutet, dass ein geteiltes Deutschland einfach keine gelebte Geschichte mehr ist für die Generationen, die wir heutzutage unterrichten. Das heißt, vielleicht sollte die zentrale Frage für uns lauten: Warum setzen wir überhaupt Filme im Unterricht ein? Wollen wir Geschichte, Geografie oder Sprache unterrichten? Wahrscheinlich eine Kombination von allem. Und dann stellt sich auch noch die Frage nach der Authentizität. Also inwieweit können wir den Bildern vertrauen, die wir in diesen Filmen sehen? Also ganz konkret, inwieweit bilden diese Filme tatsächlich eine Realität ab? Erhalten wir ein authentisches Bild oder eher eine verzerrte Wirklichkeit? Ich möchte hier behaupten, dass es nicht nur eine Frage des Filmgenres ist, sondern dass es auch eine Frage ist, wie wir das Gesehene didaktisieren, damit unsere Schülerinnen von dem Filmeinsatz auch profitieren können. Also in anderen Worten, vielleicht
ein Dokumentarfilm bildet Geschichte anders ab als ein Spielfilm, das ist ja ganz klar. Beide können die Wirklichkeit aber einseitig oder verzerrt abbilden und auch eher problematische Ansichten fördern. Also, wenn Sie mal ins Restaurant Pionierlager, Pila, in Berlin gehen, dann stellt sich ja die Frage, ist das jetzt tatsächlich wie eine DDR-Gaststätte oder geht es da um etwas anderes? Die Lösung, meine Lösung finden Sie natürlich gleich nebendran. Da geht es um was ganz was anderes, Ostalgie, gelebte Ostalgie. Und mit diesen Hintergedanken, da möchte ich Ihnen die Filme vorstellen, die Sie wahrscheinlich kennen und die wir auch heute oft noch im Unterricht verwenden. Hier sind einige Daten, die fand ich ganz interessant, als ich mit der Recherche für diesen Vortrag begonnen habe. Sonnenallee ist von 1999. Das heißt, der Film ist 21 Jahre alt. Goodbye Lenin, 2003, 17 Jahre alt. Das Leben der anderen von 2006 ist 14 Jahre alt. Und Barbara ist von 2012, also der ist auch schon 8 Jahre alt. Das heißt, unser Kanon ist eigentlich veraltet und zeigt, wie Filmemacher und Filmemacherinnen vor Jahren oder sogar Jahrzehnten die Geschichte der Zweistaatlichkeit, der Wiedervereinigung, des Mauerfalls angegangen sind. Aber wir sind jetzt im Jahr 2020. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt kreativ werden und die 30 Jahre Wiedervereinigung aus einer aktuellen Perspektive ansehen? Wir haben mehr Distanz, wir haben mehr Erfahrung und wir könnten uns jetzt ja überlegen, wie wir nicht nur die Wiedervereinigung, sondern auch die Folgen der Wiedervereinigung in unsere Lehre einbeziehen könnten. Auf meiner Suche bin ich dann auf drei gemeinsame Nenner gestoßen, die in diesen Filmen der heutigen Zeit oft vorkommen. Also Elemente, die auch diese drei Dekaden verbinden. Und das sind die Begriffe Raum, Zeit und Heimat. Raum bedeutet zum Beispiel, dass wir seit 30 Jahren 16 Bundesländer haben. Und dass es Begriffe wie Zonenrandförderung nicht mehr gibt. Und dass man einfach nicht mehr auf einer Buckelpiste die Transitstrecke nach West-Berlin fahren kann. Zeit bedeutet, dass viele Probleme einfach nicht mehr bestehen und dass aber neue durch die Wiedervereinigung dazugekommen sind. Also Stichwort hier Tagebau in der Lausitz, Stasi-Akten, Solidaritätszuschlag. Und Heimat war ja schon immer ein komplexes Konzept. Das ist durch die Wiedervereinigung nicht leichter geworden, eigentlich sogar nur noch schwieriger. Also wenn wir uns hier überlegen, wo ist Heimat, was ist Heimat, kann man mehrere Heimaten haben, was ist, wenn die Heimat verschwindet, wem gehört Heimat, wer definiert Heimat und so weiter und so fort. Schauen wir uns das erste Konzept an, Raum. Für dieses Konzept habe ich den Film 25 km/h von Markus Goller ausgewählt. Das ist ein Roadmovie mit zwei Brüdern. Die zwei Brüder sehen sich nach 30 Jahren auf der Beerdigung des Vaters wieder und sie beschließen, aus der alten Heimat im Schwarzwald an die Ostseeküste zu fahren. Ein Roadmovie, aber ein bisschen anders. Die fahren das Ganze nämlich auf Mofas, also mit einer Geschwindigkeit von 25 km/h. Und da möchte ich mit Ihnen und euch jetzt den Trailer angucken, bevor wir uns dann dazu ein paar Gedanken machen. Also einen kleinen Moment bitte. Kinder? Nee. Schwul? Hängt die Karte noch? Regel Nummer 1, die Reise beginnt am Brunnen von Löching. Wir fahren jetzt einfach. Regel Nummer 2, die Reise muss auf dem Mofa gemacht werden. Regel Nummer 3, die Teilnehmer verpflichten sich, Sex zu haben. Auf den Bauch, dreh dich um. Die gesamte Karte auf einmal beim Griechen zu essen. Ich weiß trotzdem nicht, ob wir jetzt jede dämliche Idee machen müssen, die wir als 15-Jährige hatten. Doch. Sei doch gedurft! Schrei mir nicht so an!
Hast du nie überlegt, wegzuziehen? Ja, dann musst du dich auch um Papa kümmern. Wir hätten damals gemeinsam gehen können. Das ist Quatsch, du bist einfach abgehauen. Du bist echt ein Arschloch. Du kannst nicht einfach hier anrufen. Ich habe einen Sohn. Was? Die Dinge passieren, weil wir sie wollen und nicht einfach so aus Zufall. Ich hab dich so vermisst. Ich liebe dich. Georg, jetzt reicht's. So gut, dass wir die Reise machen. Ihr Verzeihung! Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass Sie ab jetzt Ihre Kraftfahrzeuge schieben müssen. Wie bitte? Ja, Sie haben schon richtig verstanden. Sie schieben Ihre Kraftfahrzeuge, bis Sie sich Helme besorgt haben. Mal ganz im Ernst, wie wollen Sie das kontrollieren, ob wir schieben oder nicht, wenn Sie weg sind? Wollen Sie uns bis zur Landesgrenze eskortieren oder was? Fick dich, Niedersachsen! Fick dich! Du hässliches, beschissenes Bundesland! Das war Nordrhein-Westfalen. Auf den ersten Blick haben wir hier einen Fall von seichter Deutschland-Komödie verpackt in ein Roadmovie. Aber wie können wir mit diesem Film die Wiedervereinigung unterrichten? Und mein Vorschlag war ja mit Hilfe des Konzepts Raum. In einer Einstellung sehen wir ein Deutschland-Puzzle, auf dem die Brüder ihre geplante Reiseroute markiert haben. Und da sehen wir eine Zusammenstellung von lustigen Bildern und handgeschriebenen möglichen Stationen wie Busenhausen, Strullendorf oder Wixenstein. Wir können verfolgen, wie die Reise von Süd nach Nord gehen soll. Die DDR ist hier markiert und es bieten sich eine große Menge an Möglichkeiten, anhand dieser Karte deutlich zu machen, wie sich Deutschland verändert hat, wie es größer geworden ist. Also, hier sind einige Fragen, die ich mit meinen Studentinnen bearbeiten würde. Warum hat Karl-Marx-Stadt einen zweiten Namen in Klammer? Sieht man hier, Chemnitz. Wie hieß die Stadt damals? Warum ist der alte Name auch noch vorhanden auf dieser Karte? Was ist es heute? Warum ist die Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik nur gestrichelt, aber zwischen der Bundesrepublik und der damaligen Tschechoslowakei durchgezogen? Wie lange war die Grenze? Wie sah sie damals aus? Wie sieht sie heute aus? Wie groß war die Bundesrepublik vor und nach der Wende? Wie viele Leute lebten in der Bundesrepublik? Wie viele in der DDR? Welche Route fahren die Brüder im Film? Warum ist das möglich? Warum fahren die Brüder nach Berlin? Wie sieht Berlin jetzt aus? Welches Bauwerk wird symbolisch für Berlin gewählt? Ein Tipp, falls Sie sich nicht mehr erinnern können, das ist der Turm am Alexanderplatz. Was hätte man vor 30 Jahren gewählt und warum sehen wir in der DDR keine Ländergrenzen zwischen Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt? Und den Witz mit den Ländergrenzen, den sollten wir natürlich auch noch aufgreifen. Wir könnten uns über die Farbe der Polizeiautos unterhalten und über die Fahrzeugmodelle, die ja auch von Bundesland zu Bundesland verschieden sind, über die Kennzeichen, anhand derer wir feststellen können, wo wir gerade sind. Und das wäre auch mein Tipp an die beiden Hauptdarsteller, einfach mal aufs Kfz-Kennzeichen gucken. Also es sind alles Aspekte, die sich in 30 Jahren geändert haben. Zur Verfügbarkeit des Films. Der Film lief 2019 auf dem Berlin and Beyond Film Festival in San Francisco, ist aber leider im Moment nur sehr schwierig mit Untertiteln erhältlich. Also da müssten Sie sich dann wohl die DVD aus Deutschland kommen lassen und mit deutschen Untertiteln arbeiten. Mein zweiter Nenner heißt Zeit und hierfür habe ich Andreas Dresens neuesten Film Gundermann gewählt. Dresen ist vielen von Ihnen ja sicher ein Begriff. Er hat in der DDR bei der DEFA Filme machen gelernt und ist auch nach der Wende weiter aktiv und erfolgreich geblieben. In dem Film Gundermann geht es um den DDR-Baggerführer und DDR-Rockstar Gerhard Gundermann. Im Osten ist Gundermann bekannt, im Westen überhaupt nicht. Gundermann war für die Stasi aktiv, aber was den Film so interessant macht, ist, dass der Film die Stasi eben nicht in dem Gut-Böse-Schema abbildet, das wir aus Filmen wie zum Beispiel Das Leben der Anderen kennen, sondern dass wir hier in das Zwischendrin, also die vielen Grautöne, so wunderbar gut erkennen können. Und auch hier wollen wir uns zusammen den Trailer mal angucken. So.
Das dauert einen kleinen Moment. So, muss nochmal zumachen. Einen kleinen Moment, die sind alle hier gleichzeitig auf. Okay. Also. Das Licht kann rein und raus. Jetzt kommen die fetten Tage, Linda. Wir haben so lange auf dich gespart. Was sollen wir euch sagen, Kinder? Warum willst du in die SED? Weil die Ideale des Kommunismus auch meine ganz persönlichen sind. Also, wenn es die nicht schon gäbe, war die Weltanschauung, dann hätte ich da auch selber drauf kommen können. Und ich habe keine Zeit mehr, Rolf. Ich muss nicht noch wein? Frühschicht. Ciao. Wir nennen meine Treue. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Na, du willst mich ja nicht. Und wenn doch? Ich stell mich nicht mehr an. Es hat einen Unfall gegeben. Es gab ihn tot. Ich hab euch. So, Zeit ist für mich der gemeinsame Nenner dieses Films. Wir erleben ein Vor- und ein Nach der Wende. Wir erleben Brüche und Kontinuitäten anhand der Biografie einer Person, die so gut verkörpert, wie die DDR hätte sein können, hätte sein wollen und wie sie eigentlich auch immer wieder war. Wir erleben die Normalität der DDR und wir können vergleichen, wie sich die neuen Länder aus der DDR entwickelt haben. Mit meinen Studentinnen würde ich diese Gegenüberstellung so angehen: Was war gut? Was war schlecht und alles natürlich in Anführungszeichen hier. Kann man das so einfach sagen? Kann man das so runter reduzieren? Ich würde Videos aus Talkshows mit dem echten Gundermann heranziehen. Diese Videos, die finden wir ganz leicht auf YouTube. Und ich würde mir überlegen, was hätten wir gemacht, wenn wir in seiner Rolle gewesen wären? Können wir uns überhaupt in seine Lage versetzen? Wie war es vor 50 Jahren in der DDR? Wie war es vor 30 Jahren? Hätten wir uns für die Stasi verpflichtet? Wo bewundern wir Gundermann? Mir wäre hier eine differenzierte Herangehensweise wichtig, also ein anderer Blick, der in der heutigen Zeit immer wieder verloren geht, weil die Informationen von Algorithmen ausgewählt werden und weil Gegenmeinungen einfach nicht mehr rezipiert werden. Wie können wir 30 Jahre nach der Wiedervereinigung über die Stasi sprechen und über die DDR-Bürger, die von einem Staat und einer Gesellschaftsform überzeugt waren, die nicht perfekt war, sondern die einfach nur ein Gegenentwurf sein wollte zur Bundesrepublik. Was hat sich geändert? Was bleibt? Und ein zusätzliches Bonbon könnte der Dokumentarfilm Gundermann Revier von Grit Lemke sein, der letztes Jahr auf Festivals lief und jetzt auf DVD erhältlich ist. Warum? Weil wir zu diesem Film leicht Materialien und Ideen finden können. Gundermann von Dresen ist erhältlich beim Goethe-Institut über das Filmportal, also den können Sie relativ leicht ausleihen und dann auch im Unterricht einsetzen. Und in der Onleihe finden Sie zudem noch das E-Book Gundermann von Andreas Leusing, also quasi alles mit dabei. Und dann kommen wir schon zum letzten Film. Der letzte Film, Heimat ist ein Raum aus Zeit von Thomas Heise. Das ist das vielleicht komplizierteste Thema, das ist das in unserem Unterricht, ist die Idee von Heimat. Also das haben wir schon bereits im letzten Film gesehen, was bedeutet Heimat. Manche von Ihnen denken vielleicht jetzt an Edgar Reitz, an Fassbinder, an Wenders Schlöndorff. Die haben alle versucht, filmisch die Idee von Heimat zu erklären. Die Frage ist aber, hat sich der Heimatbegriff seit der Wiedervereinigung gewandelt? Das Fahneschwenken ist wieder salonfähig, die Nationalmannschaft ist multikulturell und vielfarbig und es gibt den Faschismus in den Parlamenten wieder. Also was unter der Oberfläche geschlummert hat, das bricht jetzt wieder hervor. Und wenn wir uns nochmal zurückerinnern, vor 30 Jahren, da gab es Angst vor der Wiedervereinigung, vor einem neuen Großdeutschland. Der Film Heimat ist ein Raum aus Zeit von Thomas Heise ist eine Collage aus Dokumenten in Wort und Bild, umfasst den Zeitraum vom Ersten Weltkrieg bis zur Wiedervereinigung. Und auch hier wieder möchte ich Sie und euch einladen, mit mir zusammen den Trailer anzugucken. Dauert auch hier nochmal einen kleinen Moment.
Wie viel Elend und Not hat schon ein leichtfertig begonnener Krieg angerichtet? Diesen Kartenbrief muss ich hinausschmuggeln. Man wird behandelt wie Kriegsgefangene. Hitler und Mussolini tot, Berlin gefallen. Die bedingungslose Kapitulation wurde gestern Nacht 2.41 Uhr unterzeichnet. Mir kamen fast die Tränen, als ich eben deinen Brief las und vor allem das Bild sah. Das Filmbombardement läuft weiter. Das Lied ertönt selbstverständlich auch. Durch angestauten Überdruss bis zum losen Gebrüll. Im Meer der Überfremdung ist Deutschsein die letzte Illusion von Identität, die letzte Insel. Aber was ist das, Deutsch? Der Film ist, wie wir im Trailer gerade gesehen haben, also unglaublich komplex, hat eine Länge von fast 4 Stunden und überwältigt uns mit der Bilderflut. Das heißt aber auch, dass wir eine unglaubliche Fülle an Möglichkeiten haben, uns dem eigentlich unerklärbaren Begriff Heimat zu nähern. Also wir stellen fest, dass in den Dokumenten die eigentlich historischen Ereignisse, wie zum Beispiel Mauerbau oder Mauerfall, wie Heise selbst sagt, nicht markiert werden und trotzdem sind sie da. Die deutsche Teilung existiert eigentlich nur in den Liebesbriefen, die ein Geliebter von Heises Mutter aus dem Westen schickt, um sie zu einer Übersiedlung zu überreden, und das lehnt sie aber ab. Wir könnten fragen, warum bleibt sie in einem Land, das doch eine Diktatur war, von SED und von Stasi kontrolliert, eine Mangelwirtschaft, keine Reisefreiheit, eben die Bilder, die wir ja in Goodbye Lenin und das Leben der anderen sehen, die dort so unglaublich reißerisch sind. Ich würde aber mit meinen Studentinnen auch noch etwas anderes angucken. Zum Beispiel hier das schwarz-weiße Foto, auf dem der kleine Junge die schwarz-rot-goldene Fahne schwenkt. Die Fahne ist ja für uns Patriotismus, Heimatgefühl mit der Bundesrepublik, mit dem Westen. Aber was wäre denn, wenn wir jetzt erfahren, dass dieses Bild nicht die Fahne der Bundesrepublik, sondern der DDR zwischen den Jahren 1949 und 1959 darstellt? Also eine Zeit, als es noch keine Mauer gab, als die Fahne dieselbe war, als es eine gesamtdeutsche Mannschaft bei den Olympischen Spielen gab, als die Fahne dann abgelöst wurde durch die DDR-Flagge, die uns so gut bekannt ist und die dann aber ihrerseits wieder für ein Jahrzehnt in der Bundesrepublik und in West-Berlin nicht geflaggt werden durfte. Das war damals illegal. Das wurde von der Polizei verfolgt. Der Film ist genauso wie Gundermann bei ihrem Goethe-Institut erhältlich. Es gibt ein paar Sperrgebiete, aber sie können, wie eigentlich bei allen Filmen, die sie im Unterricht einsetzen, hier in den USA Fair Use, in Australien Fair Dealing und in vielen anderen Ländern eben auch so diesen Einsatz im Unterricht geltend machen. So, also Sie sehen, dass wir viele Möglichkeiten haben, die Filme im Unterricht einzusetzen, Möglichkeiten, uns der Wiedervereinigung nach 30 Jahren immer noch zu nähern. Und ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen inspirieren. Ich hoffe, dass auch Sie aktuell bleiben wollen, damit wir einfach weiter verfolgen können, wie sich das Kino immer wieder neu an die in immer weiter liegende, ferne liegenden deutschen Geschichte annähern muss. Und ich bedanke mich hier recht herzlich. Ganz herzlichen Dank. Jetzt wollen wir alle Filme gucken. aber schön, dass man zwei auf jeden Fall am Goethe-Institut auch ausleihen kann. Wir haben hier Feedback, dass die Filme spannend sind, und wir haben aber auch noch einen Hinweis auf ein anderes Genre, nämlich die Graphic Novel von Nora Krug, Heimat. Sagt dir das was? Kannst du das auch empfehlen als Thema zur Wiedervereinigung? Also ich muss gestehen, ich kenne das Graphic Novel nicht. Ich bin eigentlich auch eher weniger ein Graphic Novel Leser. Nora Krug sagt mir was, aber ist nur irgendwo da im Hinterkopf. Aber ist bestimmt, also gerade auch
unbewegte Bilder sind immer wunderbar, finde ich. Es ist ein gutes Medium, um das einzusetzen. Ich denke mir, dass sicher auch dieses Graphic Novel ein gutes Ding ist, was man im Unterricht verwenden kann. Ja, ich glaube, es ist eher die Westperspektive von ihr, aber es ist auf jeden Fall ein schönes und sehr hübsch dargestelltes biografisches Werk von Nora Krug. Wir bekommen hier recht viel Feedback zu den Filmen und es gibt auch eine Didaktisierung vom norwegischen Deutschlehrerverband zu Gundermann schon. Noch ein guter Tipp von der Kollegin aus Norwegen, nehme ich mal an. Okay. Gut, also ich hätte noch eine Frage zum Einsatz von Filmen in Highschools. Was ist dein Tipp? Wie setzt du überhaupt Filme ein? Ich nehme mal an, wir gucken nicht alle 2 Stunden einen Film, sondern wie setzt du es ein? Ja, es ist verschieden. Ich denke so, die Frage zielt ja sicher darauf ab, was machen wir mit Szenen, die vielleicht problematisch in manchen Highschools sind, also Drogen, Sex, nackte Menschen und so weiter und so fort. Und klar, da muss man dann schon überlegen, was kann ich denn auch einsetzen, für welche Altersgruppe ist das Ganze geeignet? Schaue ich mir vielleicht nur Stücke an oder nehme ich einfach nur so ein paar Stücke raus? Und das war auch für mich die Motivation, einfach zu sagen, Mut zum Trailer. Man muss nicht unbedingt auch immer den ganzen Film nehmen. Wir können mit diesen 90 Sekunden oder 120 Sekunden eine ganze Menge schon rausziehen. Also das ist ja im Grunde, das sind ja die Highlights, die wir bekommen in so einem Trailer. Und wenn man das dann auch gezielt vorbereitet, dann denke ich, kann man so einen Film auch universal einsetzen, ganz egal welche Altersstufe. Mhm. Wir haben hier noch eine Frage bekommen. Was ist denn reißerisch an Goodbye Lenin? Also ich denke, das Ganze ist ja sehr plakativ, Goodbye Lenin. Ja, es ist stereotypisch, die DDR wird runterreduziert auf eine Gesellschaft, in der niemand sein will, die dann nur noch vorgespielt werden muss. Und die wird aber ja auch vorgespielt in der Art, dass sie fast lächerlich gemacht wird. Und ich denke, das sieht man, ist von jemandem aus dem Westen gemacht. Und es gibt so viele Filme, die eben auch die DDR-Perspektive mit reinbringen. Also durch jemanden, der das Drehbuch geschrieben hat, der einfach in der DDR aufgewachsen ist, für die oder den die DDR einfach auch Heimat bedeutet. Und ich denke, deswegen habe ich auch mit diesen 3 Begriffen gearbeitet, weil die eigentlich für mich auch untrennbar sind. Ob die DDR in Goodbye Lenin jetzt auch wirklich eine Heimat ist, oder warum man die Heimat dann auch so darstellen muss, dass man sie ins Lächerliche zieht. Also ich denke, das ist das Reißerische für mich. Und was du ja auch am Anfang gesagt hast, so ganz frisch ist er ja auch nicht mehr, der Film. Deswegen ist es auch schön, ein paar aktuelle Filme jetzt auch kennengelernt zu haben. Wir sind schon am Ende unserer Zeit. Ganz herzlichen Dank. Und jetzt schlüpfst du sofort wieder in deine Rolle als Moderator und übernimmst den nächsten Vortrag, Einführung des nächsten Vortrags.